Ach, shit. So war es nicht geplant. Aber gut. Ich habe ja gesagt, es wird kein 100% Run. Ich hätte natürlich gerne so viel wie möglich. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Ich kann nicht wirklich perfekt sein. So, und hier müsste doch jetzt direkt vor mir irgendwo das Dokument sein. Oder halt das. Ah, da ist es. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Vergebung. So, da haben wir dann hier so ein Geheimnis. Das ist... Ja, 3 von 4 Repetiergewehrausrüstung. Sehr, sehr geil. Nee, das Geheimnis war irgendwo... Das ist da hinten. Da komme ich noch gar nicht hin. Da muss ich dann... von wo soll ich denn da hin? Okay, ich bin gespannt. Da muss ich, glaube ich, von woanders hin. So, dann gucke ich mal. Das müsste dann nämlich von hier... Oder? Oder nicht? Nee, das ist wieder was anderes. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Okay, über einheimische Vögel. Tja, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Jetzt direkt rechter Hand ist auch mein Ziel. Ah, dieses eine Dokument da hinten, scheiße, aber da kommen wir eh wieder. Wenn wir es wollten, kämen wir da nochmal vorbei. So, habe ich hier noch irgendwas? Ja, eine Kiste. Bisschen Supply. Pfeile kann ich, glaube ich, auch mal gebrauchen, ja. Da war die Feuerstelle, also so weitläufig ist es dann gar nicht. So, direkt hier müsste ein Dokument sein. Und da ist es auch. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen, ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie... mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Tja, Einführung. Das nennt man Gehirnwäsche. So, wo muss ich hin? Okay. Auch noch jede Menge Kämpfer. Verdammt!
Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity diese befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Da ist es. Ich wusste, irgendwo ist hier so ein Versteck. So, wo lauft ihr rum? Das brauche ich. Da will ich mir erstmal eine Bombe basteln. So, wir haben mehr als genug Feinde. Scheiße, da oben sind aber auch zu viele. So, die kriege ich auf jeden Fall so weg. So. Dann haben wir die. Jetzt habe ich noch da zwei am Lagerfeuer. Da ist einer. Da kann ich runterspringen. Ist klar. Jetzt habe ich theoretisch drei am Lagerfeuer. Das würde mir erreichen erstmal. So. Oh, leck. Was macht er jetzt hier oben, der Pisser? Jawohl, ja! Keep your head down, man! Noch? Wo denn noch? Ah, da hinten. Der alte Wichser. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr nice. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Drei am Lagerfeuer. Dann schön alle mit dem Bogen. Hammerhart. Aber irgendwie hört die Musik noch nicht auf und das macht mich ein bisschen stutzig. So, hier habe ich übrigens ein Dokument noch links. Das muss da drin sein. Ich habe vor allem noch jemand, der auf mich schießt. Zur Hölle. Ah, ist das jetzt nicht das andere Stück? Komme ich da jetzt nicht hin? Nee, komme ich nicht. Schade. Der ist im Haus irgendwo. Doch, doch. Nee, nee. Das ist absolut nicht das, wo ich hin muss. Wo ist denn der Spaten? Ja, ich weiß es mittlerweile, dass du in Position gehst. Alter. Alter! Da waren ja noch mehr! Jetzt will ich mal was probieren. Das ist aber nur Rauch, glaube ich, ne?
Ja. Scheiße, das ist kein Rauch. Musste ich diese Dinger kaputt machen? Ja. Scheiße, ich glaube, das ist so ein Zusatzding. Ja, da habe ich jetzt halt ein bisschen verkackt, ne? Scheiße. Hab ich da... Ja, ja. Das ist bestimmt da draußen, oder? Das liegt doch da auf der anderen Seite. Das Dokument. Natürlich. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Tja, kein weiteres Croft-Opfer? Waren die das also? Die hinter dem Vater her waren scheint fast so, ne? Und wir werden das mit Sicherheit noch aufdecken irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Da ist ein weiteres Dokument. Jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen mit den Dingern da kaputt machen. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor. Meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiß ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Gefesselt in Erinnerungen, mehr aus Annas Tagebuch. Verräterin. So, was muss ich jetzt hier? Einfach darüber, glaube ich, gell? Ah, die kann ich echt überall hinwerfen, gell? Voll geil. Also diese Hakenaxt, die ist, glaube ich, schon extrem wichtig. Vor allem jetzt. Ohne die würden wir hier gar nicht weiterkommen. Also das ist auf jeden Fall ein Teil der Geschichte, die man erhalten muss. Deshalb erhält man die auf dem Wege. Und nicht, dass man sie selber sucht. So, da haben wir noch was. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Okay, vermisst. So, hier kamen wir ja her, oder? Da kann ich auf jeden Fall nochmal gucken. Haben wir noch einen weiteren Punkt oder irgendwas? Nee, ne? Doch, einen Fähigkeitenpunkt haben wir noch. Jäger. Das sind die ganzen Exekutionen, die will ich eigentlich gar nicht. Okay. Das wäre mal ganz geil. Ah, das wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir den mal. Doppelschuss. Während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für eine kurze Zeit auf sie zielen. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte Ziele an und die Position der Markierung gibt Aufschluss darüber, wo die Schüsse treffen werden. Das ist ja mal geil. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Waffen-Upgrade werde ich erstmal keins machen jetzt. Wir müssen zurück. So, jetzt will ich erstmal gucken, wo sind wir hier? Da rechts haben wir noch ein Geheimnis. Frage ist jetzt nur, wo ist es? Ah, hier. Da haben wir es auch gleich.
Sehr nice. So, das haben wir. Da müssen wir da oben links hin. Aber da ganz oben ist auch noch was. Da sind noch Tiere. Ah, dann werde ich da erstmal schauen. Ich dachte nämlich eigentlich, dass wir da... Hör mir bloß auf, echt. Alter. Zweimal Spezialfell. Da sind aber noch mehr, oder? Da oben liegt ein erlegtes Reh. Hier gibt es auch nochmal zweimal Fell. Da drüben gibt es noch was. Das ist auch nicht schlecht. Da haken wir uns mal ein. So, dann, das brauche ich nicht, aber da drüben, das können wir noch gebrauchen, das sind ein paar Schräubchen. So, da könnte ich dann einfach darüber, das will ich aber nicht, nochmal zurück. Ich wollte eigentlich da oben hin oder zumindest da vorne. Ist das das hier, was ich brauche? Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Okay, jetzt haben wir eine Pfeilspitze. Griechisch Stufe 6. So, dann können wir jetzt zurück. Jetzt muss ich aber, glaube ich, doch da rüber, oder? Damit so rüberschwingen. Sieht mir zumindest so danach aus. Nehmen wir das. Ah, ja, genau, ich weiß schon. Genau wegen dem. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko. Tschüss, Mann. So, jetzt muss ich irgendwie darüber. Kann ich das wieder so machen? Ja, oder? Ja, easy. Also das Ding, das überwindet hier wirklich alles. Megamäßig geil. Da haben wir wieder Aufdeckungen. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Die Predigt. So, dann muss ich hier weiter. Ah, zeigt mir schon den Weg. Da komme ich nicht rüber. Das heißt, ich muss jetzt erstmal da rein. Wie cool. So, dann in alter Manier. Es ist aber schon eine krasse Ruine, oder? Dieser Turm. Schon nicht mehr ganz so fit wie damals. Komme ich da... So, jetzt will ich das mal probieren. Das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Also er zeigt es mir auf jeden Fall an. Ich muss da rüber, da hilft gar nichts.